Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir so ein paar, zwei, drei Orte, die noch auf der Karte verzeichnet waren, erkundet, nur um eigentlich nichts zu finden. Und wir haben die restlichen Magazine und Wackelpuppen eingesackt. Und ja, ich bin rundum zufrieden. Warum? Was? Weil ich das für Suche markiert habe oder was? Ah, okay. Wow. Okay. Können die blinken dann oder? Ja, okay. Keine Ahnung. Ich wollte in diesem Part eigentlich das Minuteman Ending starten und das habe ich auch vor. Nur da gab es ein kleines Problem. Minuteman, also ja, das erste, was man natürlich denkt, ist hier Preston Garvey, ne? Der ist hier irgendwo, glaube ich, am Pennen. Wo ist er? Da. Hi. Sprechen wir mal mit dem. Einige Dinge sind unverzeihlich. Ich habe dir vertraut. Das werde ich nie wieder. Stell meine Geduld nicht auf die Probe. Ich hab's aufgegeben, dich überzeugen zu wollen. Das hier wird besser funktionieren, wenn wir nicht miteinander reden. Und Du ja. hast deine Entscheidung getroffen. Jetzt komm damit klar. Ja. Wisst ihr noch, wie ich einige Basen wie die Raider eingenommen habe vom Nuka World DLC? Preston scheint mir das ein bisschen übel zu nehmen. Und ja, seitdem kann ich nicht mehr mit ihm reden. Und das kotzt mich ein bisschen an. Und ja, ich kann nicht mehr das Minuteman Ending hier machen. Und das kotzt mich an. Jetzt redet er und sagt gar nichts mehr. Okay, ja, das ist natürlich jetzt unglaublich doof und kotzt mich jetzt schon wieder an. Wissen auch, wie ich mich andauernd über die Begleiter aufgeregt habe. Das gibt mir nur noch mehr Grund, mich über die aufzuregen. Ich meine, ja. Ich habe mal nachgeguckt, was der Auslöser dafür war. Und ja, nachdem man irgendwie drei Basen für die Raider eingenommen hat, scheint Preston Garvey nicht mehr gut drauf zu sein auf einen. Und ja, ich habe mir jetzt, glaube ich, auf ewig die Minuteman-Ending hier versaut. Weiß nicht, ob es irgendwie funktioniert, wenn ich die ganzen Raider hier noch vertreibe. Ich glaube, man muss irgendwie alle Raider im Nuka World DLC töten, damit er wieder zufrieden ist. Was ich aber auch ein bisschen doof finde, weil dann tue ich irgendwie fast 80% des gesamten DLCs irgendwie aus dem Weg räumen, was auch doof ist irgendwie. Ja, das ist schon mal das. Und ich würde sagen, weiß ich nicht. Ich habe gar keine Waffen. Ja, wir machen Folgendes. Und jetzt mal den hier einfach so. Und dann lade ich einfach mal einen Spielstand neu. Weil deswegen tue ich immer bei Rollenspielen Dutzende Spielstände machen, bevor ich bestimmte Sachen mache. Hier zum Beispiel haben wir einen Spielstand, welcher direkt vor dem Nuka World DLC stattgefunden hat. Ich habe jetzt hier einen Save gemacht. Also ich kann jetzt jedes Mal an diese Stelle jetzt zurückkehren. Und ich würde sagen, wir laden dann mal diesen Spielstand, welcher kurz vor dem Nuka World DLC stattgefunden hat. Ich bin nur Level 100. Pff. Also nur Level 100. Und ja, da müssen wir halt irgendwie so machen. Weil Preston, weiß ich nicht, am Rumjammern ist. Meine Güte. Das bedeutet, wir sind jetzt natürlich ein bisschen schwächer als ja vorher. Ist irgendwie klar, ne? Wir müssen noch die ganzen Imba-Waffen haben. Also ich muss die jetzt alle noch mal rausholen. Ah, ich habe meinen Western Revolver nicht mehr. Nein. Boah, kotzt mich das an, ey. Hier, die Begleiter, es gibt nichts Positives über die Begleiter, habe ich so gehört. Es gibt wirklich nichts Positives über die Begleiter. So, ich mal raus hier. Ich will nicht in dem Ding rumlaufen. Ja, ich habe natürlich noch die gleichen Klamotten. Wir haben, glaube ich, irgendwelche anderen Waffen mitgenommen. Ich habe den MVP. Na komm, nehmen wir uns jetzt mal vernünftige Sachen mit. Oh Gott, Strong ist hier. Aber wir nehmen Atomsurteil natürlich mit. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Das kann da bleiben, das war.
Ja, wir nehmen natürlich den Big Boy mit. Wir nehmen. Kommt immer die Fernbeziehung mal wieder mit. War schon auch lange her. Und dann haben wir noch. Ist die voll aufgeballert? Verbesserter Verschluss, ja. Was haben wir noch? Kann man mal ganz schön sehen, was ich für Sachen hier alle bei habe, ne? Radikale Bekehrung. Ich habe zwar jetzt die Fernbeziehung, aber lass mal das. Rechtmäßige Herrschaft. 9 Waffen will ich haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier sind andere Sachen. Dann kommen immer radikale Bekehrung und Plasmalicious. Ein Plasmalicious. Okay. Müssen wir uns jetzt hier. Kann ich jetzt überhaupt irgendwas machen? So im Sinne von. Weiß ich nicht. Ja. Na okay, was soll's. Noch mal schnell die Waffen hier irgendwie ausrüsten. Dahin. Dahin. Habe ich schon. Dahin. Dahin. Also natürlich jetzt ein bisschen doof. MVP habe ich schon. So, haben wir alle. So, gut. Alles klar. Haben wir den die Grütze schon mal erledigt. Dann gehen wir mal zu Preston Garvey. Weil, warum nicht? Und wehe, wir können jetzt nicht irgendwas machen. Im Sinne von weitermachen der Story von denen. Weil so gegen Ende des Projekts macht mir, geht mir halt schon so ein bisschen auf die Nerven, dass der jetzt sich so anstellt. Meine Güte. Ich meine, wenn man ihn mitgenommen hätte, hätte man, glaube ich, irgendwie mitbekommen, du bleibst hey. Sowas von hier. Hallo? Hey. Sagen wir, Essen, Fleisch. Oh, geh weg damit. Du kannst dich jetzt auf den Weg nach Hause machen. Strong zu tun. Du gehst nicht um Tono, gehst hier hin, verdammter Dreck. Weißt du was? Ja, ich weiß. So, wo ist er? Gree, hast du den gesehen? Also gegen Ende macht mir das bisschen, geht mir ein bisschen auf den Nerven. Ich meine, wir sind jetzt hier kurz vorm Ende. Ich will das Projekt jetzt langsam mal zu Ende bringen. Dann kommt der mit so einem Scheiße. Oh. Wenn du ja nichts unkompliziert irgendwie machen kannst, ne? War Fallout 3 ehrlich gesagt so an ein paar Stellen irgendwie besser. Langsam glaube ich echt, Fallout 3 ist ein besseres Spiel als das hier. Weil sollte ich das lieber Let's Playen? Gut, wo ist er denn jetzt, meine Güte? Gerade bei der Wahl. Ha, und wir können jetzt die Story nicht weitermachen. Weh, du drückst mir so eine blöde Minuteman-Quest auf. Ich habe fast jede Siedlung hier eingenommen. Ist jetzt ein besserer Zeitpunkt zum Reden? Ja, meinetwegen. Ja, habe ich. Und ich weiß zu schätzen, dass du mir gegenüber so offen warst. Oh, so immer du gesagt hast. Gut, dann war ich wohl weniger konfus, als ich dachte. Es ist nur, ich war bereit, alles aufzugeben. Mir war es egal, ob ich lebe oder sterbe. Ja, man hat Gespräch schon mal, ich glaube ja, ne? Nur dir und deinem Wesen ist es zu verdanken, dass ich es doch noch... Unsere Freundschaft. Das tue ich. Klar. Dann ich glaube, das hatten wir schon mal, ne? Hi. Ja. Kann ich was für dich tun? Komm mit mir. Na klar, General. Hey. Sag mir ein, brauchst du was? Ich bin nur neugierig, was du denkst. Einen so guten Anführer wie dich hatten die Minutemen seit... Was hast du auf dem Herzen? Du hast mir und den Minutemen wirklich... Ich will verdammt nochmal deine blöde... Okay. Minuteman-Quest hier zu Ende bringen. Aufgepasst. Ich bin ganz... So, da bin ich wieder und ja, ich weiß jetzt, wie man... das Minuteman Ending hoffentlich anfangen kann. Und zwar müssen wir einen Klassiker machen, und zwar uns das Institut zum Feind machen. Geil, oder? Und ja, meine Güte, das ist so dämlich. Ich habe das gerade mal ausprobiert, ob das funktioniert, und ja, machen wir das mal. Also uns das Institut zum Feind machen, indem wir diesen Synth hier töten. Puff.
Macht nichts. Doch, wir sind alle verfeindet. Immer noch ein Zint. Okay, immer noch nicht. Wir sind immer noch nicht verfeindet. Da ist noch ein Zint. Haben wir den kaputt? Puff. Nein, okay. Aber diesen Institutwissenschaftler kaputt. Oh nichts. Tun wir mal Janet Thompson hier angreifen. Okay. Sind töten. Nein. Und mal heilen, weil wir gleich weg. Und bringen wir noch einen Sinn um. Scheint dir nichts zu stören. Bringen wir einen netten Fillmore um. Und jetzt sind sie alle angepisst. Menschheit neu definiert. Fehlgeschlagen. Und ja. Aus dem Institut verbannt. Warte mal. Hätte das auch geklappt, wenn ich. Hey, einen Moment mal. Klappt das auch mit meinem jetzigen Spielstand noch? Das ist auch, ne? Jetzt mal einen Moment. Hallo, na? Ist ja irgendjemand? Ist ja irgendjemand von Bedeutung? Waren doch gerade voll viele Leute, die mich angeballert haben in der Mitte. So, okay, jetzt muss ich auch flüchten, ne? Irgendwie, okay. Irgendwie stört das hier niemanden. Wenn ich bei der Stimme oder okay, mit der mich ich mich aber nicht treffen. Zum Institutverband. Oh, tschüss. Verhält im Untergrund, fehlgeschlagen. Irgendwas bei Minuteman, bitte. Ränge bilden. Sprech mit Prestengabe über das Institut. Natürlich. Jetzt ist alles wieder gut, oder wie? Boah, ey. Die Gefährten diesen Spiele, die kosten mich so an. So, okay, jetzt muss ich hier wieder raus, ne? Oder? Und ihr sagt mir nicht, ich muss alle töten, ja? Von diesem Ort aus nicht möglich. Warte mal, hier war doch irgendwie so ein halt hier aus dem Institut. Okay. Transmitter einschalten. Bereit in 10, 9, 8. Boah. 7. Na los, na los. Oh mein 11. Gott. 5. Ja, 4, 3, 2, 1, komm. Ich habe jetzt mich entschieden. Okay. Gut. Jetzt sind wir mit dem Institut verfeindet, aber aus irgendeinem Grund mag uns jetzt Preston wieder, ne? War das voll die optische Illusion. Guck mal. Voll die optische Illusion, finde ich. Okay, wo landen wir jetzt? In CIT-Ruinen oder so? So, hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir irgendwie vorankommen, aber was soll's. Gut, dann kann ich mit dem Spiel schon immer noch verdammt nochmal hier weiterkommen. Nicht schlecht.
Yay, verbannt. So, du magst mich jetzt wieder, ne? Mein Gott, das, boah. Diese Logik, ne? Jetzt kommt der so ein Zeig mir von den Stinkfinger. Nachdem ich all das hier gemacht habe. Gut. Also, wir kommen heute zum Ending. Ich will heute das Ending von den Minutemen sehen. Das wird nicht so lange dauern, oder? Oder? Und ich will allgemein wissen, wie das Spiel mal zu Ende geht. Egal, bei welcher Fraktion, was auch passiert oder so. Ich weiß nur, ob man sich mit den anderen Fraktionen verfeindet. Mit einigen. Aber was so allgemein passiert, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Oh, Preston. Weißt du was? Sind wir wieder cool? Mir schon da so angepisst sitzt. Are we cool, man? Are we cool? Yo, man, motherfucking. Ich hab's aufgegeben, dich überzeugen zu wollen. Ich habe mich entschieden. Das Institut ist jetzt unser Feind. Ich wusste immer, dass dieser Tag kommt. Boah. Die Frage ist jetzt nur, was wir wegen ihnen unternehmen. Was sollen wir deiner Meinung nach tun? Wir müssen hoffen, dass sich etwas Nützliches in den Daten findet, die du mitgebracht hast. Denk daran, hab ich die mitgebracht? Sturges zu geben, damit er anfangen kann. Während Sturges arbeitet, hab ich die überhaupt? Wir uns darauf konzentrieren, unsere Kräfte weiter aufzubauen. Keine halben Sachen. Wenn wir dieses Mal angreifen, bringen wir die Sache ein für alle Mal zu Ende. Ich habe sogar etwas, das du direkt erledigen könntest. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Ich habe jetzt nicht weggedrückt. Finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr sie brauchen, die uns unterstützen. Oh, geh weg. Geh weg. Los, Sturges, komm. Ich hoffe, dass ich dich... Komm, du hast irgendwas hier, ne? Sicher, dass du im Dunkeln unterwegs sein möchtest, Captain. Ich versuche mich nützlich zu machen. Ist doch hell. Was ist verdammt mit dem alten? Ein Holoband, das ich zufällig habe, enthält einen vollständigen Scan des Institutsnetzes. Habe ich zufällig gefunden. Ich fange gleich mit der Analyse. Und zufällig geklaut. Mal sehen, ob ich daraus schlau werde. Ich hoffe, da ist was Nützliches drauf. Das werden wir erst wissen, wenn ich es mir angesehen habe. Ich wäre da drin beinahe gestorben, ey. Ich habe fast ein AP verloren. Verschlüsselt sein. Also muss ich zuerst versuchen, die Verschlüsselung zu knacken. Danke, Piper. Danach muss ich keinen Respekt, ne? Ich habe keine Ahnung, was wir alles von diesem Zentralrechner runtergeholt haben. Runterholen? Okay. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Mein Gott, was hier auf eine epische Musik auf einmal. Etwas Korrektur lesen soll. So, was muss ich jetzt machen? Rekrutiere mehr Siedlung für die Minutemen. Willst du mich verarschen? Ich hab schon. Wie soll ich denn noch mehr hier? Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Nein, möchte ich nicht. Was mir wieder Preston suchen, ey. So. Yo, motherfucking Preston, was geht? Schlechte Neuigkeiten. Das Institut hat. Okay, es geht weiter. Na, verdammt. Wird springen. Wieder von vorne an. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich habe alle verfügbaren Minutemen zur Burg beordert. Wir müssen diesen Kampf gewinnen. Okay. Reise zur Burg. Alles klar. Das klingt doch schon mehr so nach Hauptstory. Lange Bilder abgeschaut. Ich habe nichts gemacht. Darf ich dann alles in einem Part? Das wäre natürlich toll. Ja, ich tue halt jetzt, ich tue erst mal so lange aufnehmen, bis weiß ich nicht, bis wir das Spiel zu Ende haben. Vielleicht schaffen wir halt hier alles in einem Part. Dann kann halt ein bisschen länger sein, aber es ist halt das Finale, ne? Was geht? Dass du es rechtzeitig geschafft hast, General. Schätze, wir werden gleich erleben, ob die neuen Minutemen der Herausforderung gewachsen sind. Eine Menge dieser Krähendinger des Instituts haben in der Gegend rumgeschwirrt. Scheint, als wolle das Institut uns ausschalten. Wir haben Freiwillige einberufen. Warum denn? Also genug Leute. Mal sehen, wie sich die Grünschnäbel im Kampf schlagen. Aber unsere Verteidigungsanlagen könnten noch etwas verstärkt werden, solange es noch geht. Ja, ah, nee, das ist die Burschaft.
Aus mit der Musik. Warum höre ich hier die Musik? Was soll das? Den Scheiß aus, verdammt. Warum ist denn die Musik weg? Boah, jetzt muss ich dann alles wieder. Oh. Nein. Warum ist die Schrotflinte nicht da? Na, ich nehme meine Revolver, den habe ich so richtig ins Herz geschlossen. Ja, komm, wir hauen alles in ein Part rein hier. Ja, Minuteman, wir sind doch so was wie Cowboys, oder? Ach nee, da hinten. Ach ja, ich muss da Geschützturm uns aufstellen. Nee, ich habe jetzt nicht genug, um irgendwas zu bauen. Das wäre jetzt natürlich sehr doof. Man kann das mal laden, damit ich auch sehe, was ich hier baue. Ha, nein. Na. Stahl und Öl, komm. Oder weißt du was? Hier. Wie kein... Boah, immer noch Stahl. Dann gibt mir hier irgendwie Stahl. Warum kann ich hier nichts? Doch jetzt. Da gibt mir Stahl, so. So, du. Weiß nicht. Warte mal. Ist einfach nur ein paar Leute hier hin schicken, ne? Du, wer bist du? Minuteman, ja. Dich nützlich. '98, verdammt. Du. Geh da rein. So. Gut, dann kommt mal her. Ich mache jeden von euch platt. Wer auch immer hier kommt, den mache ich platt. So, kommt her, kommt her. Na? Den Baum da weg, der stört mich. Siehst du auch gar nichts? Hallo, so komm her. Wir mal schnuppern. Ja, hi, da kommen sie doch. Auf, trete da keinen Fuß rein in dem Ding. Bis euch. Meine Burg. Was? Was war das? Ah. Meine Burg. Warte, hier wird kein einziger reinkommen, hallo? Ich hau die alle kaputt, bevor die überhaupt hier reinkommen. Ein Runner ist ja irgendwo. Nein, Streuner, mach das nicht. Unsichtbar gemacht. Was machst du? Bist du blöd? Guck mal, damit wollte ich eigentlich jemanden treffen. Was? Kommt ihr näher? Geh doch. Hi. Schuhe ab, tschüss. Alter, was sind denn hier alle? Boff. Boff. Das ist gezeichnet. Ist da? Da hinten. Alter. Lebt hier alles so.
war das? Eine Rakete oder so gesehen. So irgendwie Wellen abwerfen oder so bestimmt, ne? Schießt denn da hinten hin? Verpisst euch! Verpisst euch! Alter! Du! Jawohl, Streuner, stopp in dir! Mein Gott! Ist gezeichnet! Rüstert! 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 So! Wie ist denn der da oben hin? Ja, die teleportieren sich an, ey. Boah, voll Schuss gegen's Knie. Boah, so. Ist der nächste. Ja. Ja, schon wieder jemand am Boden, geil. Was ist das? Ich hab überhaupt keinen Schaden bisher. Ey, wie kannst du es wagen? Du einfach, verpiss dich. So. Runner, komm her. Ich sehe dich. Ist irgendwo da. Da, getroffen. Da, schon mehr getroffen. Ha, getroffen. Weil ihr kommt alle von da. Wollt ihr mich verarschen? Ich warte hier die ganze Zeit. Na, warte, jetzt reicht's. Hi, was geht? Buff. Was geht? Buff. Was geht? Buff. Was geht? Buff. Ich würde einfach abhauen. Da. Man hat hier ganz alles mit Stil erlegen, aber wenn ihr alle auf einmal natürlich hier erscheint, dann mache ich euch eben so platt. Jetzt kommt ihr alle von da, ist klar. Und du stirbst, nein. Und du stirbst. Und du stirbst. Und du stirbst. Wo bist du? Du stirbst, wo bist du? Da, du stirbst, wo bist du? Komm her. Komm her. Boah. Wo bist du? Komm her. Ja, aber ich die ganze unsichtbar zu machen. Oh mein Gott, wie viele hier auf einmal sind. Rüstert. 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 Bist du da? Buff. Nein. Ist sogar, wenn ich den dadurch getötet hätte. Du, wie mein Bein. Warte. Ihr macht euch unsichtbar. Dann habe ich eben die Luft zu klein, Holz. Boah. So. Ein paar aufs Maul kommen. Wurf, so. Komm, und last stand, komm. Boah, ich treffe den nicht. Nein. Stirb, oder? Stirb. Beans den Pack. Wo ist das? Okay. Ja, Zeit oben. Da hinten ist mal noch einer, aber okay. Katamaro Option. Oh, ich hab wieder wieder. Achso, das ist eine Fähigkeit, die ich bekommen habe.
Manchmal tun meine Gegner einen Kronkorken explodieren. Hört zu, Frischlinge. Das Institut dachte, es könnte uns rumschubsen, aber wir haben ihnen das Gegenteil bewiesen. Nächstes Mal werden wir den Kampf zu ihnen bringen. Mal sehen, wie ihnen das gefällt. Wir haben heute viele gute Leute verloren. Vielleicht fragt ihr euch, warum ihr überlebt habt und eure Freunde nicht. Die Antwort auf diese Frage übersteigt meine Gehaltsstufe. Ich kann euch nur sagen, es ist an uns, dafür zu sorgen, dass diese Opfer einen Sinn haben. Aber wir haben keine Zeit, unsere Verluste zu betrauern oder unseren Sieg zu feiern. Wir sind die Minutemen, verdammt nochmal. Und das heißt, wir müssen jederzeit bereit für den nächsten Kampf sein. Also zurück an die Arbeit, Leute. Hey, Ronnie. Das Institut wird sich die Sache zweimal überlegen, bevor es sich erneut mit den Minutemen anlegt. Aber nur weil ich da bin, sonst werdet ihr alle ja verreckt. Jeder einzelne von euch, auch du. Ich hoffe, du hast bald Erfolg damit. Ich würde mich gern nochmal mit ihnen anlegen. Dann würden wir ihn richtig in den Hintertreten. Ich glaube, Preston wollte mit dir reden. Vielleicht hat er ein paar gute Neuigkeiten. Ja, außer er hasst mich wieder. So. Ich habe einen Spielstand vorher angelegt, oder? Ja. Hier, ne? Ja. Gott. Es ist an der Zeit, dass wir das Institut direkt angreifen. Ich habe ein paar gute Neuigkeiten für dich. Sturges hat einen Weg ins Institut gefunden. Wir können mit dem Angriff beginnen, sobald du den Befehl dazu gibst. Sehr gut. Ich lasse mir von Sturges die Details geben. Mach du inzwischen die Minutemen bereit für den Angriff. Ja, Sir. Ahem. Du hast deine Entscheidung getroffen. Jetzt komm damit klar. Boah, er ist immer noch angepisst. Okay. Komm, das machen wir jetzt auch noch. Wir machen jetzt das ganze Spiel durch, so. Damit halt auch diese Woche vielleicht noch hier zu Ende geht oder so. Mal schauen. Ich bock jetzt noch hier ein paar Parts ein. Wir machen jetzt irgendwie einen einstündigen Part, wenn es sein muss. Aber so das Spiel ist schon mal ein bisschen hier durchgespielt. Wir haben Minuteman Ending in diesem Part noch schaffen, egal wie lange das dauert. Eine Stunde maximal, bestimmt 40, 50 Minuten wird das schon sein, aber was soll's. Ich meine, wir haben schon 300 Parts, jetzt macht das sowieso keinen Unterschied. Gut. Machen wir's. Schon wieder 26 Minuten auf. Also das Ganze hier schon gekostet, hier an Zeit, aber was soll's. So, oh. Stimmt, ich habe mein neues Haus noch gar nicht gezeigt. Guckt euch das an. Ja. Ich merke auch gerade, ich habe mich voll falsch teleportiert. Ich muss da ein. Gut, so mal so einen kleinen Vorgeschmack, wie mein Haus jetzt aussieht. Schon lange nicht mehr gezeigt. Ja, im allerletzten Part mache ich irgendwie so eine Führung oder so noch. Aber irgendwie irgendwas random Zeug, so ein Bonus-Clip oder irgendwie so, was weiß ich. Wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Ist das eine Idee? Ja, gut. So, Sturges. Atomare Option. Uff. So, Benneken fliegt dabei in der Luft. Okay, cool. Ich weiß, das sagst du jedes Mal, wenn ich hier will. Und jedes Mal, wenn ich darauf antworte, sagst du trotzdem. Warte mal, wer bist du? Deacon, okay. Boah, muss ich mal irgendwas. Hey Boss, ich hatte gehofft, dass du mal vorbeischaust. Ich habe einen Weg ins Institut gefunden. Geil, ich auch schon vor ein paar hundert Parts. Ungläubig, was? Es ist schwer zu glauben, dass das Institut noch einen anderen Weg hinein offen gelassen hat. Tja, wie es scheint, ist das Institut doch nicht so autark, wie sie allen glauben machen wollen. Autark? Offenbar nutzen sie noch immer ein altes Wasserrohr, das in den Fluss mündet. So bekommen sie Kühlwasser für den Reaktor. Der Zugang liegt unter Wasser und wird durch ein Sicherheitsgitter blockiert. Außerdem ist das gesamte Rohr mit der Warnung hohe Strahlenbelastung markiert. Den anderen Weg hinein konnte ich nicht finden. Es heißt also entweder so oder gar nicht. Unter Wasser und bei hoher Strahlung ein Sicherheitsgitter durchbrechen? Klingt nach jeder Menge Spaß. Ja, ist strong.
Aber es gibt keinen anderen Weg hinein. Sieh mal wieder, so vom Weiten einfach so näher kommt. Gefunden. Du musst also im Grunde nur den Weg hinein überleben. Sobald du drin bist, musst du auf die Hauptsteuerung des Transmitters zugreifen und dieses Holoband benutzen, um die anderen ins Institut zu teleportieren. Okay. Schafft ihr Zugang zum Institut? Na, wo genau ist das jetzt? Boah. Einen alten Tunnel über den Reaktor mit Kühlwasser versorgt werden. Hier hineingefunden. Einen alten Tunnel, über den ihr Reaktor mit Kühlwasser versorgt wird. Gegeben, mit dem ich den Institut-Transmitter umprogrammieren und den Minutemen reinholen kann. Ihr müsst schon ein bisschen genauer sein. Ne? Ich bin ein Idiot. Ihr müsst mir jetzt schon 1:1 erklären, was ich machen muss. Wo muss ich jetzt hin? Auf der Karte wird mir nichts angezeigt, oder? Da, aber ich nehme an, wir müssen zu den CIT-Ruinen, die waren irgendwo hier. Jetzt weg, weil ich mich verfeindet habe oder was? Boah. Warte mal, da war es noch. Ich gehe mal rein. Will schon da richtig sein. Gut. Ihr müsst mir schon erklären, was genau ich machen muss, ihr Leute, ne? Da ist so ein Tunnel und so, da kannst du rein, da ist voll verstrahlt. Oh, verstrahlt. Das ist so ein anderer Begriff wie Knork oder so. Oh, verstrahlt. So, ich glaube, das Maximum Level ist 278 oder irgendwie so was. Oh, hallo. Jetzt ist da ein Ziel. Was? Warte, was? Da. Warum zeigt er mich, soll da hingehen? Boah. Die blöden Raider-Basen, die haben mir alles versaut. Die haben mir alles mit Preston versaut, obwohl ich trotzdem machen kann, was ich will. Na, warte mal. Ja, ich dachte, da wäre so ein... Den kann ich halt irgendwie aktivieren. Hat mir ein Holoband gegeben, mit dem ich ja ein Holoband nehme ich an, muss ich aktivieren, ne? Transmitter, irgendwie so was. No. So. Hallo, na. So, hier. Hoppa. Da. Okay. Haben wir den Eingang gefunden? Ausgezeichnet. Mal sehen. Hi. Neun. Ich soll aktivieren. Sieht nicht so aus, als müsste ich hier hingehen. Den Transmitter des Instituts. Den hier aktivieren oder was? Cool. Mach mal einfach. So. Dun dun dun.
geht nicht. Ups. Pack da wieder weg. Zum Teufel. Oh, was wollt ihr eigentlich von mir? Den Transmitter des Instituts habe ich doch. Was wollt ihr eigentlich von mir? Untersuchen, ablegen. Hey, das Spiel verarscht mich hier voll. Was ist hier denn? Boah. Bin ich da jetzt hier? Bin ich ja richtig? Ich bin ja richtig, oder? Institut. Ich glaube, ich bin im Institut. Ich glaube, ich bin im Institut, ja. Institut. CIT, das klingt doch schon mal. Du ein. Weg. 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 Das sieht schon richtig aus. Warum stand da nicht in den Quest-Dingen direkt irgendwie schleicht ich ins Institut oder so? Statt jetzt hier aktivieren Transmitter. Weil aktivieren Transmitter bedeutet für mich, dass ich den Transmitter aktivieren soll. Genau da, wo ich gerade bin. Ja. Okay. Ich glaube, wir sind im Institut. Wow, das ist nicht verschwommen. Requires. Wir führen die Waffe durch, nachdem sie letzt geschlossen wurden. Mache ich doch gerne, nachdem ich euch alle umbringe. Nehme ich an. Kann ich die Markierung irgendwie ausstellen? Das nervt mich ein bisschen. Na, was geht? Ma! Hi! Nee. Ich bin gar nicht hier. Ich bin nur eine... Wie nennt man das? Oh, das Institut, entspringen nur eurer Vorstellungskraft. Ich bin gar nicht hier. Redet ihr da eigentlich? Puh. So. Also. Wow, wie praktisch. Und genau hier.
So, jetzt muss es aber klappen, ne? Kill das zusammen. Zwei. Was geht? Scheint noch alles dran zu sein. Einige Dinge sind unverzeihlich. Boah. Ich habe dir vertraut. Das werde ich nie wieder. Stell meine Geduld nicht auf die Probe. Willst du mich verarschen? Das ist also das Instinkt. Boah. Sie hätten einfach auf ewig hier unten leben können. Warum mussten sie sich mit uns anlegen? Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Tun wir, was zu tun ist. Du hast recht. Wie dem auch sei. Jetzt sind wir hier. Es gibt also kein Zurück mehr. Du wirst das hier brauchen. Es ist eine Fusionsimpulsladung. Sobald sie am Reaktor angebracht worden ist, können wir sie fernzünden. Okay. Wenn du das Ding am Reaktor platzierst, können wir eine Explosion auslösen, die alles vernichtet, was das Institut je geschaffen hat. Sorg nur dafür, dass die Zivilisten eine Chance haben. Das ist ein bisschen extrem. Wir den Laden in die Luft jagen. Wir wollen ja hier keinen Massenmord begehen. Wir sollten uns beeilen. Es wird nicht lange dauern, bis sie dahinter kommen, was wir vorhaben. Sturges, kümmer du dich um diesen Teleporter. Das Ding muss so schnell wie möglich einsatzbereit sein. Du holst uns wieder nach oben, sobald wir dir das Signal dazu geben. Und du lässt jeden aus dem Institut raus, der raus möchte. Vorausgesetzt, er schießt nicht auf dich. Verstanden, Boss. Er sieht gut aussehen aus. Hi, na? Wird hier auch voll die riesige Schlacht und so. Ausgezeichnet. Ich hab hier alles im Griff. Okay, man kann auch da hingehen. Okay. Man muss immer per Aufzug steigen. Gut, dann machen wir mal alles hier kalt und vernichten das Institut wahrscheinlich. Jetzt wahrscheinlich hier, weiß nicht, 20.000 Leuten hier angegriffen werden, ne? Sturmsoldat, was? Wuff, 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 daneben. Wuff. Ein bisschen Kronkorken, Regen, Aufgang. Ich würde da auch so ein Zeichen kommt. Warte, ich bin unsichtbar. Wenn ich mich ducke. Das ist einer meiner Fähigkeiten oder so, ne? Die ich mir letztens geholt habe. Doof, doof, doof. Doof. Was geht da? Ja. Alle in einen Kronkorkenregen. Jawohl. Alle in einen Kronkorkenregen. Hi, na? Hi, was geht, na? Ist der Olli hier? Lange nicht mehr gegen Zins gekämpft, oder? Boah. Oh Gott, da ist ein Senti. Sollte ja eigentlich nur mit dem Hammer umlaufen, ne? Da können wir ihn auf unsere Seite ziehen. Hallo, na? Da oben waren noch welche, ne? Und nun da. Hallo. Oder wird doch in zwei Parts hier eingeteilt, weil es ein bisschen zu lang schon. Mal schauen, wie ich das regel. So sieht das
also hier aus. Kein Wunder, dass sie lieber hier unten sind. Reg dich ab. Was? Hilfe! Irgendwer! Hilfe, irgendwer ist gerade hier. Ich glaube, ich habe hab sie gefunden. Jeder Schuss muss sitzen. So, mein Gott. Ah, okay, da sind Soldaten. Ich muss sagen. Wolf, und du bist weg. Banana Bonn beitet das. Banana Bonn beitet das. Au! Das ist Wagen. Jetzt geht mein PS4 schon wieder voll ab. And another one down. Another one down. Another one bites the dust. Und boah, boah, auch komm schon. Vor allem er lässt sich treffen, der war der andere nicht. Da ist noch mein Kopf in der Luft. Knall. And another one down, another one down. Another one bites the dust. Boah. Nein, nicht die Gorillas. Dankeschön, Knall. Au. Genau, kannst du es wagen? Ein Gorilla zu Kronkorken verarbeitet. Schon wieder. 14 Kronkorken, da war noch nie im Leben nur 14 Kronkorken. Ich war arschen. So. Das Institut, jetzt sind wir da in der Mitte, ne? Hoi, hoi, hoi. Ja, wird auf jeden Fall zwei Parts. Warte, da draußen ist was. Ja, also, ich dachte, da wäre alles Story relevant, was du hier sagst. Aber nein. Ich gehe rein. Was? Steht jemand vor mir? Ich muss ihn töten. Ups, geht mir aus dem Weg, Mann. Boah, wer ist denn hier? Oh, da wurde die Zeit noch durchgegeben. Das sind Auslöscher. Aber mir geht das so auf den Nerven, dass die immer mit ihren Angriffen meinen Dings abbrechen. Hallo, Sterbs. Hallo, Sterbs. Ich habe ein Level Up ausgezeichnet. Erfahrungspunkte bekommen möchtest du eigentlich? Das ist ein Name. Das ist ein legendärer Gegner. Ja, nach Level 200 ist das nicht wirklich hier eine Herausforderung mehr. Hi, Freck. Waren die auch da in der Nähe? Verdammt. Man konnte nicht mal mit einem Schuss hier sterben. Kapop. Ja. Alter. Boah. Alter, drauf. Wir sind seitwärts schritten. Das ist eigentlich nur eine riesige Randale, ne? Das würde ich ja, aua, in Gottmodus durch die Gegend rennen. Hey General, Bob. Ich habe den Reaktor gefunden. Du musst in die Abteilung fortschrittliche Systeme. Wie wir einfach alles hier töten. Allerdings leider abgeriegelt. Ich kann das von hier nicht überbrücken. Der Befehl kann nur vom persönlichen Terminal des Direktors aus erfolgen. Du wirst dir irgendwie Zugang dazu verschaffen müssen. Okay. Warum müssen wir jetzt schon wieder da hoch? Da muss ich zu Vater oder was? Oh Gott. Oh, okay, wir gehen nach unten.
So, the final battle mit Vater oder was? Das passt so aus. So. Rüber mir. Ich hatte nicht damit gerechnet, dich wiederzusehen. Du möchtest sicher den Reaktor sehen. Wir haben ihn ohne dich zum Laufen gebracht. Was ist los mit dir? Bist du krank? Tu nicht so, als würde es dich interessieren. Du hättest mir helfen können. Hast es aber nicht getan. Es reicht nicht, dass ich im Sterben liege. Jetzt willst du auch noch alles zerstören? Dann sag's mir, mit welchem hehren Vorwand rechtfertigst du diese... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es gibt keine Alternative. Dem Institut kann man nicht trauen. Aber diesen Minutemen... Kann man verdauen. Ach, wir sehen uns in 2-3 Parts wieder. Das ist jetzt wohl. Dann bin ich auf deiner Seite. Du hast erreicht, was du wolltest. Und die größte Chance der Menschheit vernichtet. Stellt sich nur noch die Frage, warum du noch wartest. Schuldgefühle? Oder mein PS4 geht voll ab. Deinen Sieg genießen? Ich wollte dich ja letztes Mal sehen. Bevor dein gesamtes Reich um dich herum zusammenstürzt. Verschwinde von hier. Okay. Level 1. So eine Knarre darunter, oder was war das? Na gut. Sorry, Paps. Was heißt der Paps? Ich bin ein Vater. Ich kann machen, was ich will. Geschafft. Ich bin ein Vater und was ich sage, das geschieht auch. Jetzt war schon ein paar Leute hier. Okay, gute Arbeit. Damit dürfte der Weg zum Reaktor offen sein. Und noch eine gute Nachricht. Ich habe das Teleporter-Ding zum Laufen gebracht. Sollte also bereit sein, um dich bei Bedarf rauszuholen. Geil. Auf Befehl des Instituts müssen sie vernichtet werden. Warum muss ich dann schon wieder nach oben? Ding! Oh, jetzt glaube ich wieder falsch, wo ich hier laufen, ne? Ach, geht mir nicht auf Nerven. Ich meine, die kümmern sich schon. Was macht ihr da? Geht ihr baden oder wie? Ja, ihr schafft das schon, ne? Ich gehe mal kurz hier weiter. Naja, ich habe ein Level ab. Ich bin schon eine Stunde am Aufnehmen hier, am Stück. Also ohne Pause. Ist da jemand anwesend? Ja, evakuiere, verdammt. Da bist du, ich muss das Spiel durchspielen. So. Gut, dann jagen wir alles in die Luft. Weil, warum nicht? Der Reaktor sein. Das muss der Reaktor sein. Wir geben dir Deckung, ja, während du die Ladung anbringst. Denk dran, wir haben hier nur einen Versuch. Viel Glück. Boah, ist das hier am Längen. Das muss der Reaktor sein. Wir geben zum Teufel? Deckung, während du die Ladung anbringst. Hat die Klappe. Wir haben hier nur einen. Das muss der Reaktor sein. Wir sehen ihn noch gar nichts. Er sagt schon, das muss der Reaktor sein. Hallo. Warte mal, was hat man uns noch mal gesagt, was wir in so einer Situation tun sollen? Ich bin ja nichts getroffen.
Warum treff ich so nichts? Was soll das? Ja, aber mich töte ich natürlich wieder mal sofort. Boah. Leute, muss das immer sein? Ich wollte doch euch nur alle mit einem Schlag töten. Aber nein. Okay. Gucken wir mal. Ich hab keinen Bock, ich jetzt alle einzeln anzugreifen. Aber muss ich wohl anscheinend. Da, du komm her. Stirb. Was gibt's da jetzt nicht? Aber mehr zu lange dürfen, glaube ich. Also. Oh. Da gibt's doch jetzt nicht, ey. Hör auf damit. Oh, ihr geht mir so auf den Nerven, ist das eigentlich. What? Fuck you all, I'm gonna destroy this shit thing. Was passiert? Hallo? Ich bin draußen, einfach. Okay. Bin ich raus? Ach, der hat mich rausteleportiert, ne? Dann einfach so. Ah. Wir sind fertig. Hol uns hier raus. Wirklich, ja, Mann, aber dieser Junge ist hier aufgetaucht. Sagt, er wäre der Sohn des Generals. Hallo. Bitte, Papa, lass mich nicht hier zurück. Ich will mit dir gehen. Warum hast du mich Papa genannt? Was? Du bist mein Vater. Warum sollte ich dich sonst so nennen? Wer hat dir erzählt, dass ich dein Vater wäre? Oh, leck. Meinst du das? Das hat mir niemand erzählt. Das bist du ganz einfach. Genau das hat mir noch gefehlt. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin alt genug, um für mich selbst zu sorgen. Die einzige Hilfe, die ich brauche, ist, hier rauszukommen. Können wir jetzt bitte gehen? Okay. Gut. Ich nehme dich mit. Wirklich? Meinst du das ernst? Schau, Kleiner. Ich gehe jetzt. Wenn du mitkommen willst, dann folge mir. Okay, ich bin bereit. Kann losgehen. Ich gehe. Ich bin bereit, wenn du es bist. Okay, Sturges. Dann mal los. Bring uns hier raus. Vergessen, oder? Bereit, von hier zu verschwinden? Auf jeden Fall. Ja, ich möchte nicht noch mehr Leute töten. Alles klar. Hab schon genug. Ich werde dich zur Stelle für die Zündung teleportieren. Dann lasse ich den Jungen in die Burg schicken. Wir kümmern uns um ihn und seine Garderobe. Und drück den Knopf richtig fest herein, wenn du soweit bist. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich bin bereit. Verschwinden wir von hier. Oh Gott. Los, geh dahin. Preston, geh dahin. Danke. Sind cool, hey, oder? Ich hab's aufgegeben, dich überzeugen zu wollen. Oh, leck mich doch. Ey. Geiles Finale von Minuteman Ending. So, wann ist wieder typische Fallout Ending hier? Sturges meint, es wäre eine sichere Entfernung außerhalb des Wirkungsbereichs der Ladung. Wenn du bereit bist, die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft in Schutt und Asche zu legen, drück einfach auf den Knopf. Na, okay. Wo muss ich hingucken? Also, wow.
Und das war's mit dem Mintman, würde ich sagen, ne? Ich kann spüren, wie es mich überkommt. Die Hitze, die Wucht, die Strahlung, die Angst. Das ist das Ende der Welt. Wieder einmal. Ich schließe meine Augen und ich sehe mein Leben vor all dem hier. Vor den Bomben. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern. Die Zukunft, die man für sich geplant hat, ist verschwunden. Ob man bereit ist oder nicht. Und irgendwann passiert das jedem von uns. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte. Aber es war die, in der ich leben musste. Das Commonwealth. Meine Heimat. In Stücke gerissen und wieder zusammengesetzt. Ich dachte, ich hatte gehofft, meine Familie zu finden. Die Zeit hat's auszuwischen. Uns wieder zusammenzubringen. So wie früher. Aber jetzt weiß ich es. Ich weiß, dass ich nicht zurück kann. Ich weiß, die Welt hat sich verändert. Und der Weg, der vor mir liegt, wird kein leichter sein. Aber dieses Mal bin ich bereit. Denn ich kenne den Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Auf die Worte habe ich gewartet. Schön. Heilige Scheiße. Das war echt mal eine richtig fette Explosion, was? Das war's also. Das Institut ist vernichtet. Es ist endlich vorbei. Du hast den Evakuierungsbefehl gegeben, oder? In dem ganzen Chaos habe ich das nicht mitbekommen. Ja, wir haben allen die Chance gegeben, zu verschwinden. Gut. Hatte ich auch nicht anders erwartet. Es war nur, als ich die Explosion gesehen habe. Ich hoffe nur, dass möglichst viele Leute es noch draußen geschafft haben. Ich glaube, mich hat die halt überlebt haben. Dass wir das tun mussten. Aber sie haben uns keine andere Wahl gelassen. Wir waren im Krieg. Aber jetzt ist der Krieg gegen das Institut vorbei. Nun ist der Weg endlich frei für das Commonwealth, wieder eine Gemeinschaft zu werden und zusammen an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Auch wenn es sicher nicht nur heiter Sonnenschein werden wird. Das Institut war nicht das einzige Problem des Commonwealth. Wir haben noch eine Menge vor uns. Das hätte ich nicht besser sagen können, General. Das Institut war die hinterhältigste Bedrohung, mit der wir es je zu tun hatten. Sie haben das Commonwealth jahrhundertelang gespalten. Aber es gibt natürlich noch jede Menge andere Probleme zu lösen. Ich glaube, die Minutemen werden auf absehbare Zeit nicht arbeitslos werden, auch wenn ich wünschte, dass es anders wäre. Okay. Wir haben es verdient, diesen Sieg zu genießen. Aber schon bald wird die Zeit kommen, zurück an die Arbeit zu gehen. Okay. Schön. Dann war es das wohl mit den Minutemen, wie es aussieht. Warum das Institut uns nicht einfach in Ruhe gelassen hat. Und ja, das Institut hätte einfach in seinem würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir ein anderes Ending. Mal gucken, wie viele Parts das hier letztendlich werden. Ein oder zwei. Maximal werden es zwei. Warte, die Klappe, Bristen. Und ja, ich würde sagen, das nächste Mal machen wir eine andere Fraktion zu Ende. Gucken, wie es da ausgeht. Und ja, in dem Sinne sage ich dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar entlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.